Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und hoffentlich stets gut gelaunt, am Montag, dem 6. April 2020, hier aus dem Corona-Bunker der Weltwoche an der Völlibuckstrasse 70 in Zürich. Sie sehen also, wir nehmen diese Social Distancing und sonstigen Aufrufe des Bundesrates sehr ernst. Sie sollten das auch tun. Wir müssen versuchen, diese Ansteckungskurven herunterzubringen. Ich gehe nicht ganz so weit wie der Gouverneur von New Jersey, der verlangt hat, man solle das Social Distancing auch bei sich zu Hause anwenden. Da muss ich ihm einfach sagen, ich bin Vater unter anderem eines 4 Monate alten Säuglings. Da geht es einfach nicht. Ich muss ihm auch gelegentlich die Windeln wechseln. Das können Sie mit den Social Distancing. Geht das einfach nicht. Also ich befürchte bei diesem Gouverneur in New Jersey eine gewisse, wie soll ich sagen, Deformation professionell des Berufspolitikers, der noch nie in der Realität einer Familie mit Kleinkindern und Kleinstkindern gelebt hat, also Social Distancing zu Hause. Das müsst ihr euch abschminken in der Politik. Das kommt nicht, solange ich die Windeln wechseln muss. Da kenne ich also keine Hygieneinstrumente. Und auch bei meinen 7- oder 8-jährigen Buben nicht. Wenn die jetzt eine Grippe hätten, haben sie zum Glück nicht. Dann könnte ich dem ja auch nicht einfach ein paar Fieberzäpfchen hinstellen und ein Desinfektionsmittel und sage, so hilft dir selbst. Das geht einfach nicht. Völlig weltfremd. Ich betone das, um einfach zu unterstreichen, dass ich durchaus die Notwendigkeit eines gewissen Maßnahmenpakets anerkenne. Ich anerkenne auch, dass es richtig war und richtig ist, zu versuchen, diese Corona-Kurven herunterzubringen, dass man die Wirtschaft dazu einschränkt, dass wir uns alle einschränken, die Freiheit, dass der Bundesrat mit größeren Befugnissen arbeiten kann. Dagegen argumentiere ich nicht. Ich sage nicht, wir sollen jetzt sofort aufhören und alle sollen wieder raus und geht in die Osterferien. Das ist nicht mein Punkt. Trotzdem werde ich in dieser Sendung einige sehr kritische Argumente gegen die Regierung in der Schweiz bringen, werde ich auch Fragen stellen, die meines Erachtens rätselhafterweise, erstaunlicherweise durch die journalistischen Kollegen und Kolleginnen nicht gestellt werden. Also die Zeitungen sind hier etwas im Regierungsmodus, in der Achtungsstellung. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen hier sehr, sehr kritisch dieser mächtigsten Schweizer Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg auf die Finger schauen. Und das werde ich tun. Also bleiben Sie dran im Verlauf dieser Sendung. Bevor wir aber einsteigen, kurz die Standortbestimmung. Wo sind wir, wo stehen wir? In der Schweiz mittlerweile über 20.000 Corona-Infektionen. Bei aller Vorsicht, wir können noch nicht alles messen, wir messen viel, aber 21.000 rund sind es Angesteckte, Infizierte, das ist nicht gleich Erkrankungen, ist ein relativ hoher Wert im internationalen Vergleich, aber mit Vorsicht zu genießen. Nicht alle Länder testen gleich viel und gleich intensiv. Die Schweiz testet intensiv. So gesehen ist das schwierig zu sagen. Wir haben erst dann ein Bild, wenn wir wüssten, wie groß der Ansteckungsgrad in der ganzen Bevölkerung ist. Das ist hier der entscheidende Punkt. Was man aber sagen kann, ist, dass diese Ansteckungskurven heruntergehen. Sie werden flacher. Wir waren bei einem 4-Tage-Rhythmus der Verdoppelung der Fälle. Dann war bei 6. Dann bei 11, jetzt sind wir bei über 17 Tagen der Verdoppelung der Ansteckung. Also hier ist es gelungen, die Sache herunterzubringen. Wie sieht es bei den Todesraten, bei der Sterblichkeit aus? Das ist ja die große beunruhigende Frage. Kann es mich treffen? Kann es meine Liebsten treffen? Kann es meine Eltern, meine Großeltern treffen? Wo blicken wir da durch? Wie sieht diese Situation aus? Zu den Spitälern in der Schweiz kann man sagen, die Überlastung ist im Moment noch nicht da. Wir sehen doch einen bestimmten Prozentsatz in den Beatmungsmaschinen. Aber es ist insgesamt, sind wir hier nicht am Anschlag, auch im Tessin noch nicht. Die Belegung etwa von 70% der Intensivstationen noch nicht mehr. Der Peak wird heute, morgen dieser Tage erwartet. Ich habe ja auch gehört aus Spitälern im Tessin, aus Altersheim, Entschuldigung, dass die insgesamt Sterblichkeit in den Altersheimen jetzt nach subjektiven Beobachtungen tiefer sei als in anderen Jahren. Das ist eine interessante Beobachtung. Also die Spitalkapazitäten noch nicht am Anschlag. Wir haben Spitäler, die Kurzarbeit eingeben müssen. Wir haben Spitäler, die pro Tag
eine Million Franken verlieren, weil sie keine sonstigen Operationen mehr durchführen können. Das ist die absurde Situation, die wir heute im Krankenwesen, im Gesundheitswesen haben. Zum Glück also noch keine Überlastung der Kapazitäten wie in New York oder in Norditalien zu beobachten ist. Ich komme darauf noch zu sprechen. Todeszahlen, Todesraten, das ist in dem Sinn natürlich die dunkle Zahl, die beunruhigende Zahl. Wie sieht es da aus in der Schweiz? Hier rechnet man immer pro 100.000 Einwohner. Wir sind da Spanien an der Spitze, 27, Italien mit gut 26, dann Belgien mit gut 12, Frankreich 12, Niederlande mit etwas über 10, Schweiz mit 8,4% statistisch durchgerechnet. Schweden vielleicht noch interessant, weniger als die Hälfte der Sterblichkeit pro 100.000 Einwohner als die Schweiz. Und auch Dänemark mit knapp 3. Dänemark deshalb insofern interessant, als sie jetzt dann den Lockdown beenden. Und Schweden natürlich, weil man ein anderes Modell pflegt, nicht diese harschen Lockdown-Maßnahmen. Trotzdem die Sterblichkeit insgesamt noch etwas geringer. Also das sind die Zahlen. Unerfreulich, aber vielleicht nicht ganz so beunruhigend und drastisch, wie man das zum Teil in den Medienberichten hat sehen können. Wir wissen auch, dass bei den Gestorbenen mit oder an Corona, das ist nicht ganz klar, sterben die an oder mit, wann kommst du in die Statistik, bist du in Spanien schon in der Statistik, wenn man quasi bist von einem Auto überfahren, von einem Tram überfahren und von einem Panzer überfahren, aber gleichzeitig noch ein paar Coronaviren entdeckt, ist man dann in der Corona-Statistik oder in der Statistik der Unfalltoten im Verkehr? Das ist zum Teil von Land zu Land etwas verschieden. Die Schweiz scheint da, was man uns sagt, einigermaßen verlässlich zu katalogisieren in dieser schrecklichen Zahlenreihe da drin. Bei den Sterblichkeitszahlen muss man vielleicht noch eine andere Optik hineinnehmen, die einfach wichtig ist, um diese Zahlen einzuschätzen. Das ist die Zahl der saisonalen Sterblichkeit. Ich habe letzte Woche dargelegt, in Italien beobachten wir Bergamo zum Beispiel massiv, viermal, viereinhalbmal höhere Sterblichkeit in dieser Saison als im vergleichbaren Zeitraum im letzten Jahr. Lombardei ganz stark insgesamt. Da kann man nicht einfach sagen, das ist eine normale Grippewelle. Die haben viermal mehr Tote in Italien. Aber, und jetzt geht's schon wieder weiter, von Region zu Region auch wieder verschieden. Veneto zum Beispiel hat deutlich geringere Sterblichkeit, auch starke Betroffenheit durch das Virus, Lombardei viel höher. Was ist der Unterschied? Haben Sie bessere Spitäler in der Lombardei, in Veneto als in der Lombardei? Kann man so nicht sagen. Interessant ist, was man weiß, in der Lombardei 65% aller Erkrankten haben sie sofort in die Spitäler genommen, in Veneto viel weniger, mit dem Resultat, dass weniger gestorben sind. Jetzt die Schlussfolgerung, die aus den italienischen Zeitungen und Behörden daraus geschlossen wird, ist, dass eben die Spitäler in Italien eigentliche Virenschleudern geworden sind. Und da der Unterschied eben dann darin besteht, dass die einen viel zu schnell und viel zu früh die Leute in die Spitäler genommen haben und in anderen Regionen, wo sie das nicht so gemacht haben, ist die Sterblichkeit tiefer. Da kommen einem die Bilder aus Spanien in den Sinn, ich habe auch schon davon gesprochen, wo die Leute aus den Spitälern davonrennen, weil sie sagen, draußen ist es gesünder als in den Spitälern. Also auch in Italien, und diese Bilder betreffen uns, diese Bilder beunruhigen uns, auch in Italien gibt es ein Bild, das unterschiedliche Facetten aufweist, ein Bild, das unterschiedliche Schattierungen aufweist. Jetzt, um die Zahlen der Schweiz etwas einzuordnen, noch ganz kurz, wie sieht die saisonale Sterblichkeit bei uns aus? Bei uns ist interessant zu beobachten, dass die Kurve der über 65-Jährigen, der Toten in der Schweiz, also Sterblichkeit der über 65-Jährigen, das bewegt sich in so einer Bandbreite von Zahlen. Ich sehe das, Sie sehen das hier, ich habe hier die offizielle Statistik, Weltwoche, wöchentliche Todesfälle 2020. Hier sehen Sie die Bandbreite, unterster Wert, oberster Wert, das ist die Kurve 2020. Da sehen Sie, steigt an, etwas über die höchste Zahl des Erwartbaren, etwa 10% darüber im Moment, sind wir mit der Sterblichkeit der über 65-Jährigen saisonal bedingt im Vergleich mit dem Vorjahr.
wenn Sie hier die Kurve der unter 65-Jährigen anschauen, da sehen Sie eigentlich nichts Spezielles, trotz Corona. Wir sind immer noch im normalen, zu erwartenden Umfeld. Ich schauen wir uns etwas den größeren Kontext an. Hier die wöchentliche Sterblichkeit, Todesfälle in der Schweiz von 2015 bis heute. Da sehen Sie Grippewelle 2015, waren wir bei fast 1600 Toten pro Woche. Jetzt Corona, etwas über 1300 Tote pro Woche. Also wir sind noch deutlich unter der massiven Grippewelle von 15, hier 16, 17 und sogar 18 ist noch höher. 19 war etwas tiefer, so dass Sie sehen also auch hier die Bandbreite der Sterblichkeit ist noch nicht in dem Sinn gesprengt. Wir bewegen uns im normalen Umfeld, wissen auch nicht, wie sich das im ganzen Jahr auswirken wird. Es ist möglich, dass es noch hochgeht, aber im Moment sind wir hier noch nicht im vollen Drama. Auch hier sehen Sie die Kurve Schweiz, aktuell Bundesamt für Gesundheit und Statistisches Bundesamt. Hier ist die Zahl, die Kurve der Ansteckungen, sehen Sie sehr schön, der starke Anstieg, dann hier die Verflachung, die wir jetzt haben. Unten ist die Zahl absolut der Toten, Sie sehen, es ging da stark nach oben im März da. Und jetzt geht es aber ziemlich drastisch runter, wir nähern uns hier schon der Todeszahl 0, Todesfallzahl 0. Auch hier bitte mit Vorsicht genießen, wie viel kommt da mit Verzögerung, wie schlimm wird es. Mit diesen Zahlen will ich keinen Einzelfall bagatellisieren und will überhaupt nicht sagen, dass die Maßnahmen, die wir bis jetzt getroffen haben, dass die falsch waren. Im Gegenteil, die zeigen einen gewissen Erfolg der bundesrätlichen Maßnahmen. Meine Kritik setzt jetzt ein, nämlich bei der Beurteilung der bundesrätlichen Maßnahmen auf die Zukunft projiziert. Denn was zeigen uns diese Zahlen? Was zeigen uns diese Fakten, die wir heute haben? Sie zeigen uns vor allem etwas, die Unsicherheit, in der sich alle wissenschaftlichen Prognosen bewegen. Sie zeigen uns, dass viele der Hochrechnungen am Anfang zu hoch waren. Zum Beispiel die WHO hat mit einer Todesrate von 3,8% gerechnet, das ist jetzt viel tiefer. Es unterscheidet sich von Land zu Land, es unterscheidet sich fast schon von Wissenschaftler zu Wissenschaftler. Es gibt Universitäten, die haben mit Hochrechnungen versucht zu zeigen, wie sieht es mit den Kapazitätsengpässen, wie sieht es mit den Todesfallraten in einem entsprechenden Zeitraum auf. Und da hören wir jetzt immer mehr Stimmen, die uns sagen, diese Modelle sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Das sagen nicht irgendwelche anonymen Stimmen auf dem Internet, das sagen ganz prominente Leute, wie zum Beispiel Anthony Fauci, der oberste Druide, wenn man so will, der oberste Miraculix der Vereinigten Staaten. Er hat gesagt, diese Modelle seien ganz schwierig, weil man wisse nicht, mit welchen Variablen sie arbeiten, mit was für Koeffizienten und was für Daten da reingehen. Es ist sehr, sehr schwierig hier mit diesen Projektionen zu arbeiten. Bis jetzt waren diese Modelle nicht total falsch. In den USA zum Teil 10-20% daneben. Das ist relativ viel, aber es ist nicht total daneben. Also ich sage auch nicht, dass all diese Modelle falsch sind. Ich sage aber, dass es ganz unterschiedliche Modelle gibt. Imperial College hat vor ein paar Wochen diesen ganz bekannten Zahlen drastische Entwicklungen geschildert. Universität Oxford ganz anders. Imperial College hat wieder nach unten korrigiert. Dann hat jetzt am Wochenende sich ein amerikanischer Modellexperte, der ein Institut leitet, das dem amerikanischen Präsidenten und seinen Fachleuten als Grundlage dient. Er hat gesagt, die Imperial College Modelle seien darauf ausgerichtet gewesen, die britische Bevölkerung für die Maßnahmen der Regierung zu sensibilisieren, sich mehr zu Hause aufzuhalten. Seine Modelle seien eher daran orientiert, zu zeigen, wie die Kapazitätsengpässe in den Spitälern seien. Sie sehen auch an solchen Aussagen, dass in diese Modellrechnungen immer auch politische Vorannahmen oder Erwartungen einfließen. Deshalb kann man das nicht zum Nennwert nehmen. Was wir auch nicht haben, ist, dass die Regierungen sagen, bei welcher Zahl von welchen Ansteckungen oder Toten sie dann den Lockdown wieder aufheben. Es gibt keine Daten dazu, auch keine Daten, wie sie den Erfolg ihrer Maßnahmen rechnen. Sie sagen einfach, bleib zu Hause, dann passiert nichts. Das stimmt. Gleichzeitig wird aber die Wirtschaft abgefackelt und das hat dann wieder andere Konsequenzen, die nicht in die Rechnung einfliegen. Kurzum, die Regierungen, nicht nur in der Schweiz, in allen Ländern,
operieren auf der Grundlage von Modellen, die anerkanntermaßen unvollständig sind. Sie operieren aufgrund von Aussagen von Experten, aber die Experten widersprechen sich. Es gibt da keine Einheitsmeinung, 1 und 1 gleich 2. Es gibt ganz unterschiedliche Expertenmeinungen. Es gibt die, die sagen, Lockdown in dieser Art ist falsch, das schwedische Modell ist viel besser. Da gibt es die, die sagen, man müsse noch viel mehr Lockdown machen. Gibt es auch in der Schweiz, in Deutschland, überall gibt es diese Stimmen. Es gibt hier keine Einheitsmeinung, umso wichtiger ist es ja, dass die Regierungen, die über eine Machtvollkommenheit besitzen, die sie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr hatten, dass diese Regierungen lückenlos begründen können, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und das passiert eben nicht. Das wird verweigert. Und das ist das Beispiel, das ich Ihnen jetzt auch bringe aus der Schweiz, ganz aktuell. Bundesrat Alain Berset, ein großes Interview in der Sonntagszeitung. Natürlich nicht in der Weltwoche, mit uns redet er nicht, weil er befürchtet, kritische Fragen zu bekommen. Hier kamen unkritische Fragen, so halb lauwarm kritisch, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Die ganz wichtigen Fragen wurden ihm nicht gestellt. Leider, wir haben die Fragen jetzt nachgereicht. Wir hoffen, dass er sie dann für uns in der Weltwoche beantworten wird. Alain Berset, was sagt er zu diesen Fragen nach dem Lockdown-Termin 19. April? Wie geht es dann weiter? Frage der Journalisten, ist es realistisch, die Maßnahmen nach dem 19. April zu lockern, wie bereits gefordert wird? Antwort Berset, das Virus gibt das Tempo vor. Der Zeitpunkt der Lockerung ist nicht nur ein politischer Entscheid, er hängt auch von den Einschätzungen der Wissenschaftler ab. Das ist natürlich eine Nullantwort. Was von den Einschätzungen der Wissenschaftler? Orientiert sich der Bundesrat in seiner Entscheidung, wann die Freiheit, wann die Normalität in der Schweiz zurückkehrt, an der Aussage von Wissenschaftlern? Wenn das so ist, an welchen Wissenschaftlern? An denen, die sagen, man sollte morgen schon wieder die Kinder in die Schule schicken, oder an jenen, die sagen, wir sollen noch bis Ende August den Lockdown weiterführen? Welche Wissenschaftler? Und auf der Grundlage von welchen Kriterien beurteilt dann der Bundesrat, welche Wissenschaftler Recht haben und welche nicht? Man kann doch als Politiker, Entschuldigung, sich nicht einfach in die Geiselhaft, sage ich jetzt mal, von Experten begeben. Ich bin auch für Experten, ich bin nicht gegen Experten. Heißt dann immer, ja, das ist ein Flat Earther, der zweifelt die Experten an. Nein, ich zweifle nicht die Experten an. Ich zweifle den Wahrheitsanspruch einzelner Experten an. Ich stelle einfach fest, es gibt ganz unterschiedliche Meinungen zum Thema Lockdown. Und ein Bundesrat, der seine Meinungen auf die Experten abstellt, müsste doch erklären, nach welchen Kriterien er diese Wissenschaftler auswählt und nicht die anderen. Das ist doch einfach, das sind ja hochpolitische Entscheide. Merken Sie etwas? Da versucht sich der Bundesrat aus der Verantwortung herauszureden. Journalisten stellen dann eine weitere Frage. Ab wann ist dann ungefähr eine Normalisierung denkbar, wenn es denn nicht der 19. April ist? Dann sagt Herr Berset, aus heutiger Sicht ist es nicht möglich zu sagen, wann erste Lockerungen verantwortbar sind. Ja, wieso nicht? Er hat ja auch die Entscheidung getroffen, den Lockdown zu entscheiden, aufgrund von bestimmten Kriterien. Also muss er doch jetzt in der Lage sein, aufgrund von welchen Kriterien, also die Kriterien zu benennen, nach denen er dann den Lockdown wieder auflocken will. Kann er zum Beispiel sagen, ab so und so viel 100.000 Ansteckungen pro 100.000, ab so und so viel Todesfällen pro 100.000, wenn die Sterblichkeit sich in der üblichen Bandbreite einpendelt des Jahres, gehen wir dann zurück. Welche Erkenntnisse braucht denn der Bundesrat noch, um zu einer Normalität zurückzukehren? Man kann es nicht einfach so wegwischen. Man kann einfach sagen, jedes Menschenleben zählt und natürlich zählt jedes Menschenleben, aber jedes Menschenleben ist heilig und wir müssen alles machen, um weitere Todesfälle durch Corona zu verhindern. Ja, das tönt nobel, ist aber dumm. Ich meine, so handeln wir auch nicht in anderen Bereichen. Verkehrstote. Das sagt auch nicht, wir wollen keine Verkehrstoten mehr, also verbieten wir den Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr. Dann haben Sie keine Verkehrstoten mehr. Vielleicht ein Fußgänger, der unglücklich stürzt. Aber sonst haben sie es nicht mehr. So redet ja niemand. Wir akzeptieren keine Nebenwirkungen mehr bei Medikamenten, also verbieten wir alle Medikamente. Das geht doch nicht. Sie müssen doch in eine Diskussion kommen, wo Sie sagen, wo sind die Kriterien, ab wann Lockerungen denkbar sind. Mit solchen Aussagen zeigt der Bundesrat, dass er überhaupt nicht über den 19. April hinausdenkt. Die Journalisten merken es und fragen dann, welche Zahlen sind dabei ausschlaggebend für diese
mögliche Normalisierung oder dem Beginn des Denkprozesses darüber, dann sagt er, wichtig sind die Hospitalisierungen, also die Zahl der Leute, die man ins Spital einweisen muss. Fertig. Ja, da hat Herr Berse schon recht. Aber das ist natürlich nur die eine Seite der Wahrheit. Die Frage, wann wir eine Normalisierung einleiten, hat nicht nur mit der Zahl der Hospitalisierungen zu tun. Das ist sozusagen die medizinische Seite des Gesundheitsproblems. Es gibt ja noch eine ökonomische Seite des Gesundheitsproblems. Und die muss doch hier mitreflektiert werden. Sie können nicht sagen, ja gut, wenn wir auf null Hospitalisierungen herunter, bis das Virus ausgerottet ist, sperren wir so lange die Leute ein. Was genau? Sie können doch nun nicht nur die medizinische Seite anschauen und die ökonomische total ausblenden. In den USA haben wir jetzt 20 Millionen Arbeitslose bis Mitte April. Das ist ein steilerer Absturz als während der großen Depression, die Generation unserer Urgroßeltern und Großeltern fast ein halbes Leben lang begleitet hat. Also unglaublich. Und wir sehen jetzt schon solche Entwicklungen. Wir sehen in der Schweiz jedes Jahr 4 Milliarden Franken Wirtschaftsertragsvolumen vernichtet. Das sind gravierende Dinge. Sie können nicht eine Wirtschaft beliebig lange ins Koma stellen. Sie müssen den Leuten erklären, als Regierungsmitglied heute, aufgrund von welchen Modellen sind diese massiven Einschränkungen unserer Freiheit, unserer rechtsstaatlichen Ordnung zu verantworten? Aufgrund von welchen Zahlen bin ich bereit, diese Auflockerung zu machen? So wie Bundesrat Berse redet, will er sich einfach alle Optionen offen halten. Ewiger Lockdown, möglicherweise bis 6 Monate, dann läuft ja dieses Notrechtregime gemäß Pandemiengesetz einmal aus. Wie geht's weiter? Du kannst ja nicht über Wochen und Monate den ganzen Staat aushebeln und in deiner Machtvollkommenheit nur den Medizinern zuhören, die einen Eid geschworen haben, die einen Eid geleistet haben, jedes Menschenleben zu retten. Das ist nobel, das kritisiert auch gar niemand. Aber als Politiker müssen sie doch das Gesamtwohl im Auge behalten und sie müssen bereit sein, eine Diskussion zu führen über Kosten und Nutzen ihrer Maßnahmen. Sie können diese Diskussion nicht einfach verweigern. Und im Moment beobachte ich auch in der Schweiz nicht nur die Unfähigkeit, diese Diskussion zu führen, sondern die Unwilligkeit, diese Diskussion zu führen. Und indem der Bundesrat natürlich derartige Signale aussendet in einem Interview, ermuntert er natürlich auch in der gesamten Gesellschaft Leute, die diese Diskussion nicht führen wollen. Ich bringe Ihnen ein Beispiel dazu. Wir haben in der Weltwoche den Professor Stefan Felder, Gesundheitsökonom Basel, befragt. Er ist einer, der sagt, wie Professor Eichenberger, wir müssen die Kosten-Nutzen-Analyse machen. Jetzt aber geht's los, kommen Kollegen von der Uni Basel und sagen, eine solche Rechnung verbietet sich, dagegen sprechen alle Vorstellungen von Menschenwürde, wie sie beispielsweise von Kant vermittelt wurde und auf die sich die moderne Gesellschaft bezieht, sagt der Wirtschaftsethiker Andreas Brenner von der Uni Basel. Entschuldigung, Kant hat auch nicht gesagt, sperrt alle Menschen in eine Höhle ein, bis sie verhungert sind, dafür sterben sie nicht an einem Virus. Auch Kant war ein Mensch, der sehr wohl sich nicht nur in abstrakten Entweder- oder Extrempositionen bewegte, sondern die Kunst des Augenmaßes, die Urteilskraft als Kunst durchaus hochgewichtete in seiner Philosophie. Also diese Diskussion muss man führen, aber wenn der Bundesrat sich diese Diskussion verweigert, dann haben wir sie eben nicht und dann wird sie auch sonst blockiert. Noch ein letzter Kritikpunkt am Bundesrat. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, und es wird auch überhaupt nicht danach gefragt, wie geht es denn eigentlich nach dem Lockdown weiter? Der Lockdown, das ist ja quasi die irrationale 0815-Strategie, die hat jeder, da müssen Sie auch keinem Virologen beiziehen, das weiß jeder. Wenn du zu Hause bleibst, kannst du dich nicht anstecken und wenn du nicht mehr einkaufen gehst und alle zu Hause bleiben, dann steckt sich niemand an. Für das müssen Sie kein wissenschaftliches Gutachten haben. Aber was passiert jetzt eigentlich, wenn alle zu Hause bleiben, virologisch? Das heißt, es stecken sich keine Leute irgendwann mehr an diesem Virus. Das Virus ist aber da, das wird nicht verschwinden. Wir werden nie eine Situation haben, wo dieses Virus gänzlich ausgerottet ist. Das heißt also, die Einsperrung, der Lockdown bedeutet, dass ein Großteil der Leute keine Immunität entwickelt. Also, wenn man jetzt den Lockdown wieder aufhebt und diese Leute hinausschickt, ja, dann werden sie sich ja dann anstecken. Und dann wird eine zweite Welle kommen.
Was bedeutet das? Hat man Vorstellungen von dieser zweiten Welle? Gibt es dann nochmal einen Lockdown? Was sind dann dort die Risiken? Hat dann der Staat noch Geld zum Drucken, um den Leuten über die Notlage hinweg zu helfen? Das sind die entscheidenden Punkte und auch da Blindflug, aber noch schlimmer als Blindflug, auch die Weigerung, über den Blindflug und einen möglichen Ausstieg aus dem Blindflug überhaupt zu reden. Keine Idee, nach welchen Kriterien wir hier nach dem Lockdown vorgehen sollen. Auch hier wieder Amerikaner. Da gibt es Unis, die sagen, bis Ende August müssen wir durchhalten, Lockdown. Dann ist der Höhepunkt 91.000 Tote insgesamt durch Corona oder mit Corona in den USA. Ja, bis Ende August. Das ist gigantisch. Da sind so viele Leute, so viele Existenzen vernichtet bis dann, da kommen sie nicht durch. Ich meine, in den USA müssen sie 2 Monate auf einen Kredit warten, bis sie ihn bekommen. Wirtschaftsexistenzvernichtung heißt nicht, ich verliere meinen Job jetzt vielleicht und kann nachher wieder bei meiner Firma arbeiten gehen. Vielleicht gibt es die Firma gar nicht mehr nachher, die mich einst entlassen hat. Also da sehen Sie, das sind ganz gravierende Fragen, denen wir uns unbedingt stellen müssen. Und hier sind, ich verstehe es gar nicht, warum die Journalisten hier so unkritisch sind. Wir werden versuchen, diese Fragen in der nächsten Weltwoche aus Herrn Berset herauszubekommen. Vielleicht noch ein letzter kritischer Punkt in dieser ganzen Auseinandersetzung. Der Bundesrat ist gelobt worden, auch von mir, für seine Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftshilfe, die Unkompliziertheit der Banken. Auch ich habe das begrüßt in dieser Sendung, gesagt, das ist toll, die Schweiz, die hier Maßstäbe setzt, punkto der Unkompliziertheit der Kreditvergaben. Wir sehen jetzt auch durch Zeitungsberichte, dass die Schweiz hier ein internationales Vorbild ist der Schnelligkeit und der Effizienz. Unser Bankensystem hat da sehr gut reagiert. Die Banken machen das, der Bund garantiert. Das ist etwas Grossartiges. Aber auch da gibt es eine riesige Schattenseite. Die Banken haften nicht für die Kredite, die maximal 500.000 Franken sind. Da haften die Banken nicht, da haftet der Bund. Das heißt, die Banken haben auch keinen Anreiz, diese Kredite sorgfältig zu prüfen. Und wir wissen nicht, was mit diesem Geld passiert. Das Geld könnte, vielleicht gewisse haben Liquiditätsprobleme, andere haben keine Liquiditätsprobleme, die nehmen einfach das Geld und gehen damit auf die Börse. Wenn sie gewinnen, gehört das Geld ihnen. Wenn sie verlieren, haftet der Bund, also der Steuerzahler, also wir, also sie. Das ist doch nicht durchdacht, so ein Konzept, wo jeder innerhalb von, ich habe gehört, schon 8 Minuten, 10 Minuten einen Kredit bekommt. Das ist ganz etwas Gefährliches. Da kann unter Umständen auch eine Inflationsspirale in Gang gesetzt werden, die unerfreulich ist. Es werden auch, ich sage es mal, normale marktwirtschaftliche Prozesse außer Kraft gesetzt. Wenn ich zum Beispiel als Firmenunternehmer eine Mutterfirma habe, die sehr liquide ist, und ich habe eine Tochterfirma, die nicht sehr liquide ist, könnte ich auch mit der Mutterfirma einen Kredit an die Tochterfirma geben zu einem gewissen Zinssatz. Das muss ich jetzt nicht tun. Ich kann das Geld einfach bei der Bank abholen ohne Zins und kann das Geld anderweitig einsetzen. Die Banken, das ist richtig, sie verdienen kein Geld daran, aber ganz uneigennützig ist dieses Thema nicht. Die haben etwas den Bundesrat über den Tisch gezogen, weil sie nämlich gesagt haben, ja klar, wir vergeben das Geld, wir sind die Wohltäter, ihr haftet danach. Und vor allem können die Banken damit auch Kunden gewinnen. Und das machen sie. Also ich höre aus meinem Umfeld, dass die Banken durchaus ziemlich forsch und ziemlich sportlich hier Kredite anbieten, damit sie an die Kunden herankommen und natürlich mit diesem großen Füllhorn auch etwas ihr Image aufpolieren können, das durch die Finanzkrise so sehr gelitten hat. Also ich bin auch für diese unkomplizierte Hilfsgeschichte, aber man hat das zu schnell entschieden, zu blauäugig. Jetzt muss man das korrigieren und auch hier leider die Journalisten, ich zum Teil auch, gebe es zu unkritisch haben wir uns blenden lassen von diesen Modellen. Nun, ich bin jetzt wieder bereits bei meinem, wäre mich schon der Schallmauer von 30 Minuten, möchte das hier einmal bewenden lassen mit diesen kritischen Gedanken in der Weltwoche Daily. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin der Meinung, wir sollten jetzt noch diese Social Distancing Methoden unbedingt anwenden, den Anweisungen folgen. Wir wollen diesen Virus da nicht einfach ausbreiten lassen mit den entsprechenden Risiken fürs Gesundheitswesen. Aber ich bin der Meinung, dass die Bundesregierung viel sich dezidierter und detaillierter äußern muss über ihre Entscheidungsgrundlagen,
über ihre Datengrundlagen, sonst ist das einfach eine unseriöse Sache. Und vor allem, die Leute werden es dann irgendwann nicht mehr umsetzen. Wenn man ihnen einfach sagt, bleib zu Hause, aber man kann die Entscheide gar nicht richtig begründen, dann erodiert dann irgendwann auch das Vertrauen. Und da muss man dann mit Polizeimaßnahmen kommen, was man dann immer mehr hier mit dem Machtstaat die Leute zu Hause auf der Linie zwingt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass die Schweiz in einem Polizeistaat ausartet, nur weil die Regierung in einer falschen Einseitigkeit und in einer lückenhaften Datensituation weitreichendste Entscheidungen trifft, die vielleicht gar nicht die richtigen sind. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.